Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Darkness Within, Let's Play Darkness Within, auf der Jagd nach Lothnola. Zwei Parts sind vorbei und wir sind nicht gerade weit gekommen. Aber ich habe gesagt, ich lese alles durch und wenn ich sage, ich lese alles durch, dann lese ich auch alles durch. Und deswegen lesen wir uns auch alles durch. Das kann ganz schön lange dauern, aber ich mach's einfach. Okay, wohin müssen wir gehen? Was ist hier? Ich weiß es ja schon. Und? Buh! Nein. Es ist der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank. Kleiderschrank, öffne dich! Hier bewahre ich meine Kleider und andere Sachen auf. Aber willst du uns nicht zeigen, ne? Langweiliges Zeug. Ja. Ja. Das sage ich auch immer. Aber hallo, ich will gar nicht wissen, was du da drin hast. Du. Mann, ey, es ist echt enge Wohnung. Muss man sagen. Was war das denn? Für ein Geräusch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch weiter runtergehen kann mit der Maus. Das ist so ein bisschen blöd. Aber egal. Ach, was haben wir hier? Rubaiyat. Einer meiner liebsten Gedichtbände. Ach so. Okay. Kann man nicht lesen und habe ich auch gar nicht vor. Ein Bild von einem Baum. Sieht strange aus. Und noch ein Bild. Was soll denn das sein? Als Albtraum tropfe ich unaufhörlich. Ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt sehen könnt, ob es nicht ein bisschen zu dunkel ist. Ansonsten stelle ich beim nächsten Part das Bild erinnert mich an dieses Gedicht. Okay. Ansonsten mache ich es dann heller, wenn ich es denn kann. Ach so, oben können wir auch was gucken. Mein alter Traumfänger. Traum. Ja. Er soll seinen Besitzern vor Albtraum beschützen. Die Albträume verfangen sich in dem Netz und werden von den ersten Sonnenstrahlen weggeschmolzen. Aber was denkt er überhaupt? Denkt er, dass es so wirklich sowas gibt? Es ist ja unglaublich. Musik setzt ein. Okay. Ich muss mal gucken, wie viel lang ich noch aufnehmen Ja, okay. Also, warum? Von da kamen wir doch gerade, oder nicht? Oder? Ja. Oh Mann. Also der hat schon mal ein komisches Tagebuch, was ich vorgelesen habe. Was ich euch vorgelesen habe, ihr könnt mir dankbar sein. Das ist nämlich echt schon schwer. Ach so, Schublade. Eine Schachtel. Also das, was er in den Tagebüchern geschrieben hat, sind wohl. Das sind doch nicht seine Albträume. Ich frage mich jetzt, ob er wirklich im einen hatte. Ein Freund, der gestorben ist. 1699, ich weiß immer noch nicht, was das bedeuten soll. 1699. Ist das hier am Lecken oder warum geht die Schachtel so komisch zu? Keine Ahnung. Überall Bilder, 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 nichts als Bilder hier. Aber wo lang? Lass mal hier reingehen. Ich glaube, das wird echt ein gutes Spiel. Also das hat eine gute Story. Wir suchen, der Hauptverdächtige ist aus dem Krankenhaus. Also nochmal zusammengefasst. Wir ermitteln einen Mord und der Hauptverdächtige ist aus einem Krankenhaus, in dem er untergebracht wurde, verschwunden. Und nun sind wir wohl auf der Jagd nach ihm, denke ich mal. Und diese Tür geht wieder so komisch zu. Ist wohl doch am Lecken, irgendwie. Aber sonst geht's ja alles. Auf Toilette gehen. Ah, oh.
Jetzt waren wir auf Toilette, jetzt können wir endlich losgehen. Ja. Wo lang? Wo bin ich hergekommen? Aber was, wir haben noch irgendwas eingesammelt hier. Mein Autoschlüssel. Ach cool, hier kann ich das so mit Mausrad ranzoomen und dann hier so drehen. Wow. Okay. Gut zu wissen. Falls wir mal irgendwelche Sachen untersuchen müssen. Und jetzt geht's doch hier raus, oder nicht? Und wir sind wieder in diesem Gang hier. Okay, da kamen wir wohl her. Gehen wir vorwärts. Um die Ecke. Und fragen uns, wohin wir gelangen. Wohin wir fahren. Wow. Ein kleines Video für zwischendrin. Boom. Das Auto fährt vorbei. Das ist seit meiner Beförderung mein Büro. Aha. Beliebige Taste drücken. Habe ich gemacht. Lässt mich jetzt rein? Ja, lässt mich rein. Waldsmith ist ein ruhiges Fleckchen. Ich habe es meistens mit einfachen Fällen und langweiligem Papierkram zu tun. Doch dieser Fall ist anders. Ich muss zugeben, es macht Spaß, es mal mit etwas anderem zu tun zu haben. Was meinst du mit etwas anderem? So ein richtiger Mord einmal oder wie? Egal, wir sind hier im Büro. Schon wieder so eng. Ich werde langsam zum Klaustrophob. Denke ich mal. Alles schön zu, damit man bloß keine anderen Menschen sieht. Okay, das ist unser Büro. Und jetzt habe ich auch endlich herausgefunden, die Stimme, die wir sprechen, wir sind ja Howard. Ich glaube, wir heißen Howard. Ja, Arthur hat gesagt, wir heißen Howard. Akten, Akten, Akten. Die Stimme ist von. Überlegt kurz nach, von wem die Stimme ist, die Howard spricht. Oder ich sag's euch gleich. Totenschein. Vollständiger Name, Clark Field. Hautfarbe Weiß. Ledig, verheiratet, verwitwet oder geschieden? Ledig. Ehepartner. Hä, alles. Er ist alles. Geburtsdatum. 3.11.1996, Geburtsort, Polster. Ach, wir spielen ja im Jahr 2011. Das finde ich auch gut. Liegt ja noch vor uns, nicht? Okay, Beruf, bla bla bla. Ort des Todes, Northwood Forest. Oh, das wird uns gefallen, im Wald gehen. Aufenthalt 4 Tage, verloren, bla bla bla. Ärztliches Attest über die Todesursache, ersticken. Okay. Ersticken. Ja, die Stimme von Howard ist von. Die gleiche Synchronstimme wie von Ezio Auditore. Assassin's Creed. Ja. Ich glaube, es ist sie. Und es ist sie auch. Glaube ich. Muss sie sein. Das So. sind die Polizeifotos aus Lothe Mulders Büro. Bei unserer ersten Durchsuchung haben wir nichts entdeckt. Nichts entdeckt bei der ersten Suche. Ich habe mich inzwischen noch ein paar Mal dort umgesehen, aber keine Hinweise gefunden. Außer diesem Büro hatte Lothe Mulder nichts. Vor seinen seltsamen Weltreisen hat er sogar sein Haus verkauft. Warum hat er sein Büro behalten? Ich glaube, ich nehme die Fotos besser mit. Vielleicht ist ja etwas drauf, was wir nicht sehen. Was für nicht sehen? Ach so. Wir sammeln jetzt die Fotos ein. Vielleicht ist ja was drauf, was wir nicht sehen. Ah, okay. Ach so, ach ja. Wir fahren dann da gleich hin und dann vergleichen wir, ob da was drauf ist, was wir nicht sehen. Ah, das ist doch auch mal gut. Ein Polizist wurde der Durchsuchung, ja. Ach so, ja. Zoom mal ran. Was haben wir hier? Büro, bla bla bla, Zeitung. Hinten steht nichts drauf. Kann ja sein, ne? Dass da hinten was draufsteht. Vielleicht steht da schon die Lösung fürs ganze Spiel drauf. Wer ist der Mörder? Okay. Ist auch nichts drauf. Weiter geht's. Hier ist auch nichts drauf.
Blöb, okay, jetzt interessiert mich die Foto sowieso nicht. Love, know das, Büro. Auch nichts drauf. Wir tippen die da hinten am PC rum oder tippen die an der Kasse rum? Es hört sich so an, als ob man da so eine Kasse aufspringt, so. Bling! Er gibt nur so vor, er gibt nur vor, so ein Detektiv zu sein. In echt, er sitzt hier gerade in so einem Kaufhaus. Und das hier bildet er sich alles nur ein. Okay, ich fantasiere mal wieder zu viel. Ansonsten gibt es ja nichts. Ich würde sagen, wir können weg. Aber in 2011 noch so welche PCs, also kommt. Das wollt ihr mir doch nicht wirklich sagen, oder? Ach, da ist Northwood Forest, da wurde er umgebracht. Und wir haben jetzt hier eine Karte. Wellsmith. Ach so, mein Büro. Love Nolas Büro. Mein Zuhause. Love Nolas Büro, da wollen wir hin. Und wir fahren wieder mit dem Auto. Passt irgendwie gar nicht, ist irgendwie gar nicht synchron. Aber egal. Er läuft nur das Büro. Die Polizei hat hier nichts entdeckt, weil alle Aufzeichnungen vernichtet wurden. Es herrscht eine gedämpfte und erwartungsvolle Atmosphäre, als berge das Büro Geheimnisse. Und er wird seit 5 Jahren auf Love Nolas Rückkehr warten. Seit 5 Jahren. Ich bin irgendwie hinkig der Geschichte, glaube ich, hinterher. War der nicht im Krankenhaus und ist dann abgehauen? Es kann nicht sein, dass er 5 Jahre nicht hier in dem Büro drin war, oder? Letztes Mal herrschte hier keine solche Unordnung. Ja. Die Polizei hat. Hier gibt es doch nichts Ey, Wichtiges. du hast was übersprungen. Das Büro ist so gut wie leer. So gut wie leer? Hallo? Überall Kisten? Auch wieder so ein kleines Büro hier. Kalender von 2006. Ach ja, 5 Jahre her, ne? Dieser Kalender ist 5 Jahre alt. Das habe ich auch schon bemerkt. Also aus der Zeit vor seiner plötzlichen Abreise. Er hat einige Länder in Afrika und Ozeanien bereist. Kalender. Ja, was ist das jetzt hier? Wie, was können wir machen? Kalender. Ich weiß ja gar nicht, wie wir das hier so machen sollen. Kann man das so verknüpfen oder wie? Outcome. Ach, können wir das dann hier so oben rein oder wie? Ach so. Ah, Love Nolas Flucht. Kalender. Ich sollte meine Betrachtungsweise. Oh, ich werde viel Spaß mit diesem Ding hier haben. Ich sehe es schon vor mir. Ja. Und bevor wir das genauer, das Büro hier genauer erkunden, mache ich jetzt hier wieder einen Schnitt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.